Kapitel 2 Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen. Und da es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm, »Sie haben nicht Wein.« Jesus spricht zu ihr, »Weib, was geht's dich an, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.« Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren aber allda 6 steinerne Wasserkrüge gesetzt nach der Sitte der jüdischen Reinigung, und es gingen in jeden 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen, füllet die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpfet nun und bringet's dem Speisemeister, und sie brachten's. Als aber der Speisemeister kostete den Wein, der Wasser gewesen war, und wusste nicht, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, »Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken geworden sind, alsdann den geringeren. Du hast den guten Wein bisher behalten.« Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger, und blieben nicht lange daselbst. Und der Juden Ostern war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel sitzen, die da Ochsen, Schafe und Tauben feil hielten, und die Wechsler. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Ochsen, und verschüttete den Wechslern das Geld und stieß die Tische um, und sprach zu denen, die die Tauben feil hielten, »Traget das von dannen und machet nicht meines Vaters Haus zum Kaufhause.« Seine Jünger aber gedachten daran, dass geschrieben steht, »Der Eifer um dein Haus hat mich gefressen.« Da hoben nun die Juden an und sprachen zu ihm, »Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du solches tun darfst?« Jesus antwortete und sprach zu ihnen, »Breche diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten.« Da sprachen die Juden, »Dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten?« Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Da er nun auferstanden war von den Toten, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Als er aber zu Jerusalem war am Osterfest, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle, und bedurfte nicht, dass jemand ihm Zeugnis gebe von einem Menschen, denn er wusste wohl, was im Menschen war.